Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie ich Japanisch lerne. Dafür habe ich einfach mal meinen kompletten Lernantrag aufgenommen, deswegen ist das Video relativ lang. Aber der wichtigste Teil, den setze ich nochmal zusätzlich hier vorne an den Anfang. Und zwar ist das zum einen dieses iPad, ich möchte keine Werbung machen, aber das Ding ist einfach handlich, kann man überall mit hinnehmen, ist übrigens ein Mini. Und dazu die Anki-App. Wer es nicht kennt, Anki ist ein Lernprogramm. Ansonsten sieht das so aus, viele Leute schreiben sich die Vokabeln alle auf. Ich sage mir, ich habe keine Lust, da immer auf mein iPad irgendwie drauf zu gucken. Ich mache das so. Ich höre das einmal und dann überlege ich mir im Kopf die Situation, was das bedeutet. Ich übersetze es nicht, das ist nicht der Punkt, sondern ich überlege mir nur, was bedeutet das? In welcher Situation ist man da? Wenn ich das fertig überlegt habe, dann klicke ich einfach auf die rechte Seite. Da steht dann mein Wort, was ich vielleicht lernen sollte, wo ich vielleicht die Bedeutung schon kenne. Deswegen steht keine Übersetzung mit dabei und auf der anderen Seite vielleicht noch eine Übersetzung dabei. Natürlich hier unten an der Stelle nochmal mit Furigana, damit ich wirklich weiß, habe ich es überhaupt richtig gesprochen? Manchmal sind da Fehler drin und wie wird es denn geschrieben? So, und das Ding nehme ich dann einfach überall mit hin, mach diesen Prozess einfach für jedes Wort durch. Ich halte das dann einfach so hier fest. Moment, so habe ich das in der Hand. Ganz praktisch, kann ich hier blind oben drauf drücken für nochmal oder unten drauf, um eben eine weiterzukommen, eine Vokabel, beziehungsweise um zu bestätigen, es war gut, oder auf der linken Seite für nicht gut. Meistens ist es gut. Das heißt, das Ding ist, zumindest solange ich die Kanjis zum Beispiel kenne und auch in den Wörtern sicher bin, kann ich das Ding komplett blind bedienen. Was ist dann zum Beispiel erlaubt, damit einkaufen zu gehen oder alles Mögliche zu machen? Guckt euch einfach den Rest des Videos an oder stoppt hier, wenn euch diese Info schon reicht.